Es wäre vielleicht doch besser gewesen, mit der Einschulung noch ein Jahr zu warten. Da hat man dann gern noch einmal Kopfweh. Wo ist jetzt der rote Stift hin? Herrschaft, Zeiten, da liegt er doch. Ich habe nicht gesehen. Mädchen tun manchmal so, als ob sie schlecht sehen würden. Damit sie auch eine Brille bekommen für die Freundinnen. Ihre Tochter ist schlicht psychisch instabil. Schauen Sie sich das Mädchen doch mal gescheit an. Die ist im letzten Jahr praktisch keinen Millimeter gewachsen. Mama! Mei, Matthias, das tut mir leid, jetzt habe ich doch keine Zeit. Du willst doch, dass dein Kind krank ist. Ich war froh, wenn's weg war. Weil dann magst du mich vielleicht auch wieder. Sepp, bleib da. Magdalena! Ich hab keine Kraft mehr. Ich hab mich ein bisschen schlau gemacht. Bitte machen Sie eine Kernspintomographie. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich will nur, dass man meinem Kind hilft. Du ruinierst uns. 1300 Mark für Blutuntersuchung. Machen Sie das Kind nicht kränker, als es ist. Glaubt mir doch eh niemand. Klägerin Johanna Schweiger gegen den Beklagten Freistaat Bayern. Beruhigen! Ich hab das Gefühl, bei meinem Kind ist 5 vor 12 und bei Ihnen, dann schaut kein Arzt auf die Uhr. Mama, muss ich sterben? Ich verspreche dir, dass ich nicht eher aufgebe, bis dass ich jemanden gefunden habe, der dir hilft. Professor! Sie müssen meiner Tochter helfen. Da geht's um Leben und Tod. Ich sehe nichts mehr, Mann. Magdalena. Wenn die Chance besteht, dass ich ihrer Tochter helfen kann, dann werde ich das machen.